Ja, wir sind heute Abend hier im Linsche Hus, ein neues Lokal im Herzen von Linn, ganz tolle Location und haben quasi in diesem Jahr unsere letzte Krefelder Nahveranstaltung gemacht, haben hier mit den Bürgerinnen und Bürgern über Themen diskutiert, die in Linn und Oppum brennen. Und was soll ich sagen, natürlich geht es da in erster Linie um den Lärmschutz und über den Ausbau der A57. Wir haben eine unglaublich intensive Diskussion gehabt mit sehr, sehr interessierten Bürgern. Und also wir machen vom Autobahnkreuz Meerbusch über die Anschlussstelle Oppum hinweg, über Zentrum, über Gartenstadt, fast 1 Kilometer nördlich hinter Gartenstadt, machen wir Flüsterasphalt. Also das ist schon wie eine Lärmschutzwand. Das ist eben die Entwicklung. Und wenn wir mal darüber reden und sagen... Die Einkaufssituation in Oppum und in Linn wurde ja eher befriedigend bewertet von den Leserinnen und Lesern der WZ. Muss man natürlich sagen, dass gerade Oppum ein sehr umfangreiches Einzelhandelsangebot hat. Aber das ist eben nicht da, wo die Bürger wohnen, sondern es ist draußen an der Havelstraße, einmal mit dem Fachmarktzentrum und natürlich dem Realmarkt. Aber es gibt ja auch Überlegungen, hier die Situation zu verbessern und in Oppum neue Nahversorgungsangebote zu schaffen. Wir haben jetzt hier gerade die 9. Veranstaltung hinter uns gebracht. 9 Bezirke, 9 Veranstaltungen sind sehr überzeugt von diesem Format, weil es viele ehrliche Diskussionen waren, viele direkte Diskussionen. Wir haben unglaublich viele Themen im vergangenen Jahr mitgenommen über Krefeld hautnah und sind mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen. Das hat sich, glaube ich, für beide Seiten sehr, sehr gelohnt und wir als WZ sagen, wir kommen auf jeden Fall auch wieder.